Booyakaboo, was geht ab? Jo. Mal was anderes. Hochmotivierte Aufnahme mit Pavrot, ein Item-Battle. Ich hoffe, ihr habt Bock. Yeah, Buddy. Yeah, Buddy. Und zwar Herzlich Item-Battle. Ihr willkommen. seht schon an den ersten Gegenständen, die unser ganzes Team hat. Cool, dass wir alles selber haben. Wir spielen nämlich die adaptive Maske, Adaptive Mask, gegen Adaptive Helm. Das sind zwei relativ neue Items, die relativ ähnlich gebaut werden, aber welches von beiden ist eigentlich stärker? Das wird sich gleich zeigen. Letztendlich ist es so, dass, wie Mike gesagt hat, also von den Grundwerten erstmal, beide geben 300 Leben, beide geben Magieresistenz, beide Lebensregeneration erhöht. Der Unterschied in diesen beiden Items liegt einfach ganz klar in der passiven. Das eine Item ist ein bisschen defensiver, also versucht ein bisschen Schaden zu negieren. Das andere sorgt dafür, dass Gegner in der Nähe 10% mehr Schaden haben. Wir haben das offensive Item. Oh Wir mein werden da, Gott. denke ich, nochmal näher drauf eingehen, wenn es soweit ist, wenn auch vielleicht der Erste auch schon dieses Item hat. So, wie fühlt er sich am Anfang an? Und jetzt ist Mike am Grinsen. Da hören wir uns Ich nochmal habe an. den Was ist los? besten Pull EU West bekommen. Ich bin gespannt, wie geht das mal. Mir wurden bei zwei Camps geholfen, und zwar Hardcore Help. Aha. Und genau mal gucken. Das ist halt das Problem, wenn du kein Jungle-Item hast, dann kommst du einfach nach dem ersten Camp nicht mal Level 2 raus. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Aber danke an die Botling. Vielen lieben Dank. Ihr wart awesome. Ich habe es mir auch fast gedacht, dass der Tsunami Dragon mit dem mitgekommen ist, weil er hat sich super gefreut, dass er endlich mal bei uns mitmachen kann. Ich habe ihn im Club gesehen, habe ihn eingeladen und Du war hast ihn richtig im happy. Club gesehen, in der Disse. Nee, im LOL Club. Drei Clubs habe ich. Aber man kann Und auch warte irgendwie mal, nur was ist das für drei haben. Top Lane? Der ist ja richtig low. Scheiße, ich bin aber auch. Ich bin noch nicht mal Level 3. Der Vladimir macht das Geht's? gut. Ich glaube, das ist der Platin-Spieler, ey. Er nutzt es schon gut aus, wenn er nicht rankommt. Ja, überhaupt, ich spiele Vega, mal by the way. Und I'm Vega, sorry. habe ich mir gedacht, okay, komm, bei ihm ist es egal, wenn er tanky wird oder nicht, der haut irgendwann später sowieso genug Schaden. Denn du stackst, stackst, stackst und im Late Game. Natürlich wäre es schön, einen Rabidons zu haben oder so, aber das schaffe ich auch ohne. Und außerdem sind wir im Bro Power gespannt unterwegs. Vergesst Schaut nicht bei beim Pogo Mike vor. vorbei. Ich Ja, hab's zuerst genau. gesagt. Genau, das wollte ich sagen. Also auf jeden Fall auch bei Michael. Auf jeden Fall schaut in die Beschreibung. Da findet ihr noch andere wichtige Links. Sei es zu Instagram, Facebook. So ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber das muss sein. Wenn ihr gerne unsere Videos schaut, dann supportet Leute, uns auch kauft noch auf den anderen alle Plattformen. Bobots Okay. Könnt ihr gerne machen. Kein Thema. Merch. Soll ich mitkommen? I Das don't wird know. nichts, ne? Ich gehe wieder top. Ich fahre mal einfach entspannt. Vladimir ist auch so ein Late-Game-Monster und bei dem ist sogar die Maske oder der Helm ist, glaube ich, beides ganz Oh, sinnvoll. das wird hart jetzt. Puh, und ich habe die kleinen Mana-Probbies. Oh, weißt du was? Ah, gehe ich zurück? Gehe ich nicht zurück? Ne, ich gehe nicht zurück. Aber ich würde mir das gerne mal angucken, da. Aha. Ich bin am Arsch! Zack wird auch schon demnächst genervt, Oh, ey. der Er ist neue richtig Zack, das gut. ist das erste Mal im Übrigen, dass ich den Zack spiele, der mit der Q die Spieler zusammenzieht. Ah, okay. Maxt man immer noch E oder maxt man jetzt die Q? Ich glaube die E. Aber Immer noch die E, oder? ich glaube. Von der Abklingzeit ist einfach die Q extrem lang geworden. Also sie ist wirklich, glaube ich, nur dann für den Gank. Oh, das war schon mal ein Track. Oh, der ist low. Guck mal hier. Wir sind da. Nein, nee, der geht über die Knospe raus. Schnell one, schnell one, schnell one. Um zu sehen, ob er gewardet Was hat. hat denn der Wladimir? Okay. Wie weit komme ich von hier? Ich komme ziemlich weit von hier. Na gut, Papi geht jetzt einmal zurück. Was kann ich mir leisten? Wie sieht das überhaupt jetzt aus mit diesen Items? Wie komme ich da überhaupt hin? Hier haben wir Oh. sogar beide. Adaptive Helm, Abyssal Ich habe Mask. noch Hier meine die Passive. Hier Fett geht's richtig runter. Magieresistenz. Er ist noch Level 2, der Gnar. Was ist da los, Alter? Bei dir geht richtig. Aber es ist das, was ich meinte. Das ist halt schwierig, ne? Alter. Und? Oh, ey, shit. Ich habe mich wegbewegt. Ich habe mich hinteleportiert und weg. LOL. Und? Ach was. Zuckrig mit dem Smite. No way! Er dachte halt, ich bin low. Ich wusste, ich smite gleich. Ja, wenn ihr da so weitermacht, ist Ich jump Vladimir gleich blind rein, dran. ich jumpe blind rein. Alter, wie gesagt, Vladimir. Ah. Könnte irgendwo Alter, wie kommen. weit gehen die Golems? Okay. Well played top. Also, ich weiß noch nicht, ob das der beste Fight overall war, aber es hat mega Spaß gemacht.
Das war schon mal richtig awesome. Guck dir mein Itembild an. Ich mache jetzt erstmal die Heilkugel. Yo. Damit werde ich im Jungle nicht mehr so low droppe. Das heißt, ich habe jetzt 100, 252% Base Health Regeneration. Haben wir uns schon die Items angeguckt? 300 Leben, 55 Magieresistenz, 100 Regeneration. Das andere. Oh mein Gott, ich habe das falsche Item! Ich brauche gar keine Haikugel, Mann! Ey, hab ich auch nicht gesehen im ersten Moment. Ich hab mich mit den Items noch nicht so Oh, viel. feels bad. Ich muss gleich alle verkaufen, ey. Könnte man machen, ja. Ja, warte erstmal Nein, einen Moment. meinst du, ich soll einfach das andere Item Hab bauen? ich sogar ehrlich kurz gedacht. Ja, gut, so teuer waren die jetzt auch nicht. Der Gnar ist noch Level 2 gerade gewesen, das ist okay. Oh mein Wladimir Gosh. versucht mich sogar zu zaunen. Habe ich den Red Buff? Ich habe keinen Smite. Oh mein Gott. Im Grunde eine Chance, ey. Weil er geht immer wieder nach vorne. Das heißt, der Spot zum Ganken ist dann. Eigentlich ist Zac ja nicht schlecht, wenn er lower wird. Das war knappolicious. Oh, diese Mana-Probleme, das ist das Heftigste. Das haben sie damals ja verändert in Vegas Passiven. Ich fand das so geil. Adaptive Maske, das kann nicht sein, ey. Das kann nicht sein jetzt. Komm, ich lass erstmal eine Heilkugel drin, also. Um nicht komplett jetzt die Arschkarte zu ziehen. Ich werde langsam größer. So, gut, dass ich die Items überhaupt vergleichen wollte. 300 Leben, 50 Magie-Stance. Das hat 300 Leben, 65, also 10 mehr. Die Lebenregeneration und die Kuren. Das heißt, alle Stats sind gleich, bis auf unser bringt mehr Magieresistenz. Plus und dann kommt die Passive. Oh, hier habe ich den Gnar. Und hier ist gewordet. Ein bisschen Respekt vor dem Wladimir. Ich glaube, der kann mich sogar schon wegputzen jetzt. Ja, fällt mir. Ich habe halt die Mana-Probleme. Das ist das Ding. Hier war irgendwo ein Ward, also die wissen, dass ich hier bin. Gnar ist Level 3. Das ist halt hart ohne Jungle. Leute, jungelt nicht ohne Jungle. Das funktioniert nicht. Mag die Q-Mechanik eigentlich. Ich bin auch Ja, gespannt, finde ich wenn auch ich gut. die Ulti gleich mal testen. Mit what? Wow! Okay, dann hat er mich, ne? Ja. Oh, wie ich gesagt habe, aber auch alles richtig perfekt getimt. Obwohl ich sogar die Magieresistenz habe. Ja, gegen Wladimir nicht einfach. Aber später im Teamfight werde ich mit dem Cage auch noch gut was machen können. Oh, ziehen wir uns doch mal rein hier. Haben die Gegner überhaupt ein ADC? Nee. Oh, der Oh! Wladimir! Oh, das kommt mega sexy. Der Wladimir, ich weiß nicht, ob wir den schaffen überhaupt. Bard ist gleich da. Yep. Yep. Yes! Bevor er seinen dritten Q durchbekommen hat! Und Galio kriegt hier noch den da. Er hat keine Mana. Oder hat er noch Mana für eine Q? Oha. Fürs Der Tanzen hat meiste er genug Schaden bei Mana. mir kam durch den Red Buff, glaube ich. Puh, ich dachte. Ey, das war eine richtig geile Combo. Das mag ich. Ich bin reingejumpt richtig deep und dann kam die Galio-Ulti hinterher. Heroes Entrance. Heroes Entrance. Ich habe schon wieder das falsche Item vorne. Ey, das ist ja unglaublich. Warum will ich unbedingt den Helm bauen? Muss irgendwo was in meiner Kindheit passiert sein, dass ich den Helm baue. Schon 42 HP. Ja, stimmt, du stackst ja die AP. Du bist unser Ja, richtiger wird dauern. Hard Carry. Just another day on the job. Spielt sich. Oh.
Awesome! Johann! Ich glaube, der heißt Johann im TS. Awesome! Bei mir ist sehr ruhig. Das ist hier nur ein Gefarme. Und dann irgendwann im Late Game. Ich verkaufe das jetzt mal. Die haben die Anzeige geändert von einigen Tränken, ne? Also beziehungsweise der Refillable Potion. Mhm. Der sieht anders aus. Und. Ich glaube, ich muss mal Mitte kommen hier. Oh, Galius da. Hast du gar nicht. Nein, dein Pinkwort! Dein Kontrollwort. Ja, du hast keine Mana, ne? Du wolltest TP'en wahrscheinlich, oder? Ja, aber ich brauche noch ganz kurz, dann habe ich auch den Helm. Die Maske meine ich. Dann ist die Frage, wo gehe ich jetzt am liebsten hin? Oh, hier schon. Okay. Na, lassen Sie mir jetzt keine Ruhe. Oh! Okay, das war. Achso, das funktioniert ja ganz anders! Ich bin einfach rumgejumpt, Mann! Hey, warte mal, ich hab noch meine Ulti, wenn. Ich will nur so viel Mana wie möglich aufheben. LOL! Warte, ist es besser, die Ulti auf Smartcast zu haben oder nicht? Ich hab das Gefühl gehabt. Es ist einfach so. Ich hab noch Passive! Und! Fuck you! Save my ass! Save my ass! Nice! Komm! Komm! Wow! Der Minion-Schuss! Ja, mit 20! Ja! Oh mein Gott! Ey, das war ein geiler Fight. Das war wieder ein richtig cooler Fight. Die Pässe von Zack ist einfach geil. Hat aber gut mit dem Pool fast weggeklatscht. Der Erde hätte fast uns beide gehabt. Nicht noch weggeflasht, ein Minion-Schuss kam hinter. Ein Minion-Schuss hätte ich noch mehr kassiert, wäre vorbei gewesen. Warte mal, mein Smite ist wieder ab. Ich kann hier rein. Hat der Vladimir insgesamt 2 Kills jetzt? Hat er einen an mir bekommen? Ja, und? Und jetzt nochmal. Ich glaube, der hat unten gerade noch bei diesem Fight eingegriffen. Ach, stimmt, da nochmal. Ah, warte, Vega, der Stack gleich. Ja. It's just another day in the job. 302, first time Jungle Zack. Das erste Item ist ready. Wie viele Sekunden? Ah ne, warte mal. Haben wir jetzt die Maske oder den Helm? Ich guck mal, was du gebaut hast. Die Maske ist schon richtig. Oh, nice. Ich dachte, jetzt habe ich komplett verkackt. So. Das heißt, unsere Aura besagt, dass die Champions 10% mehr magischen Schaden bekommen, wenn sie in unserer Nähe sind. Das andere Item besagt, dass sie von wiederholten Quellen 15% weniger Schaden bekommen, also magischen Quellen. Das heißt, wenn Vladimir, oder beziehungsweise wenn du, wie viele Sekunden hält das? Das ist eigentlich die Frage. 4 Sekunden, das ist ein bisschen mager fast, oder? Okay, was. Oh! Boah, das war gut, das war ganz gut. Ich bin einfach so. Galio ohne. Der Vladimir, ey. Ich habe keine Mal. Ah, doch, jetzt für die Ulti wird es reichen. Aber ich bin schon selber und super. Yes, Baby! Baboom! Und jetzt komm, Red Buff Mike, komm, und dann hol dir den. Zwei Sekunden. Hol dir den Ganuschken hier. Komm schon! Yes! Und. That's it. GG, well play, good job. Stark. Der Flash da auf dich umsonst. Ja, der Vladimir doch gedacht, oh, den habe ich gleich, aber diese Ulti einfach. Oh, er hat keinen Job. Ach du Scheiße! Wieso kommt der jetzt hier? Oh! Oh, du hast auch Besuch bekommen. Ja, und er ist trotzdem tot, das passt. Ich weiß nur nicht, ob ich einen Support kriege. Habe ich irgendeinen Schaden an ihm gemacht? Ich denke. Oh, den fehlen alle Mana. Ja, okay. Bardi kriegt keinen Support mehr. Schaff ich den? Okay, wie machen wir das jetzt? Das ist eine Unique Aura, das heißt letztendlich Magieresistenz ist okay. Ja, einfach Magieresistenz. Oh, das hab ich noch nie gemacht! Der Flash Juke! Wenn er schlau ist, sieht das aber an den Blobs, dass ich hier bin. Oh, das hat so Spaß gemacht. Das Gameplay ist richtig, es entpuppt sich als Genie. Ah, fuck, was mach ich denn? Sind die Bier in den. LOL. Ich einfach in den Rhein, Alter.
Weil ich habe schon so viel Magieresistenz jetzt. Wie Lol, ich muss wirklich. Ich muss wirklich flüchten. What the fuck? Was soll ich für die Bibel benutzen? Du hast doch hier, du hast doch 164 Magieresistenz, keine Angst. Lauf einfach zu deinem Tower. Whoop. Und jetzt! Keijo? Stark. Komm! Oh mein Gott. Yes, da ist schon. Oh, yes! Oh, wer ist da? Wer ist denn da? Und. Baboom! Oh shit. Die Magieresistenz. Echt. Und. Nice. Timing perfekt. Und jetzt geht's weiter. Komm. Und. LOL! Ist es dein Ernst? Ist es dein Bam. Ist es dein Ernst? Ey, wie geil ist Zack? Ich wundere mich gar nicht, warum er gerade der stärkste Champion im Spiel ist. Mhm. Kann genau überhaupt das kleine Camp machen? Ja, okay. Wen haben wir denn hier? Hallo Darionella. Das ist aber hier auf der Top-Lane los. Oh, Scheiße, der Renekton pusht seinen zweiten Turm. Keine Marke. Oh. Okay, Leute. Schafft er es? Er zieht's durch. Oh, jetzt wird's böse. Er zieht's durch. Oh. Hey, diese Fights dauern auch vor allen Dingen so lange, weil es einfach überhaupt nicht damage-lastig ist. Trotzdem, dass wir dieses sagen, Zusammenziehen, okay, das funktioniert immer. Ja, du kannst sogar zwei Auto-Attacks auf denselben setzen, sozusagen. Dann hast du einen ganz leichten Effekt nur. Falls jetzt ein Gegner nur alleine da ist. Alter, Renekton! Ich hab keine Passive, ne? Der killt uns beide! Team, hopp! Kommt jemand? Grace, kann man Heroic? Kannst du TP'n? TP'n? Ach, scheiße, du hast keinen TP'n! Nee, aber es würde sonst funktionieren, ja. Warte, wann bist du da? No! Was? Alter, ist der gefährlich. Hätte ich nicht gedacht, dass er so ein Baseband ist. Ich versuch's jetzt aber nochmal. Komm. Du hast ja Ulti. Müsste eigentlich, denke ich mal. So, jetzt. Nein. Es reicht immer noch nicht. Ach komm schon, es wird immer noch nicht reichen, Leute. Nein! Really? Ein Q und ein Ult. Und? Hast keine Mana mehr? Ich hab keine Mana, really! Aber da kommt Galio! Und? Bumm! Lol. Alter, ich mach gar kein. Also siehst du, dass ich keinen Schaden mache? Guck mal, die Minions also weg. Guck mal. Oh shit, ich laufe in andere Minions weg. Alter. Das war krass, ey. Wie schnell ich auch einfach keine Mana habe, ey. Normalerweise hätte ich gedacht, dass ich viel Schaden mache. War das vielleicht gerade die Power vom Adaptive Helm? Weil ich habe die ganze Zeit meine W gespammt, aber 15% weniger Schaden. Man hat, also es hat sich echt angefühlt, als würde man keinen Schaden machen. Wobei, schau dir das nochmal ganz genau an, weil es ist 15% weniger Schaden von derselben Quelle. Deswegen sag ich, ich habe mein W gespammt die ganze Zeit. Für vier Sekunden? Und wie lange? Für 4 Sekunden hast du gesagt, ne? Oder? Vor 4 Sekunden. Ah, nochmal der nächste Fight hier. Oh, ich helfe mal hier gegen den Renekton, ey. Wenn er nicht uns beide dann auch wegfällt. Guter Damage. Ich glaube, Vladimir kann uns aber nicht alle killen, oder? Die Frage. Oder? Jetzt gucken wir doch mal, ey. Wo ist der Vladimir? Lol. Den kriegen wir niemals, ey. Der Renekton ist OP. Ich glaube nicht, dass wir Zack schaffen. Der Renekton ist so OP. Es sei denn, ich nehme den Tower mit. Oh nein, ey. Nicht genug. Oh. Wie lange hält mein ECD? Also ich hab ihn zusammengeklatscht und wollte ihn dann in den Tower nehmen. Komm! Das funktioniert. Ey, nicht genug Range? Ist es dein Ernst? Und er versucht's noch? Ey, das kann nicht sein. Ey, kein Schaden. Okay, Tomek, wir brauchen einen Plan, weil wir losen das gerade hart. Ja, und der Helm ist, ich würde jetzt spontan sagen, gerade wenn du die beiden Items vergleichst, ist der Helm einfach stärker. Ich glaube jetzt 10, ne, bei Enemy Champions, 10 more Magic Damage. Gucken wir nochmal ganz diese kurz. Diese Bruiser, der Darius und Renekton, ey. Die Lane-Bullies. Magic Damage from the same. Surf hit by 15.
Ey, unglaublich, diesen Ra ich mach keinen Schaden, ey. Und im Endeffekt müsste ich jetzt noch 30 Minuten stacken und dann vielleicht, aber bis. Es ist halt eine ein. Boah, der geht. Nimm einfach zu wenig Schaden. Das ist gerade ein Problem, weil ich habe den CC, ich habe auch so einen gewissen Grundschaden. Aber die heilen sich alle hoch und sind tanky. Und was mache ich dann? Ey, Mann, das kann nicht sein. Der geht jetzt auch noch rein, der Renekton, please. Oh, oh. Oh, der macht das schon ganz ordentlich. Der wird noch reingehen, bin mir sicher, ey. Lol, Galio hat mich im Flug geauto-attackt. Wie komisch war das denn? Ich hab das Gefühl, hier ist gewardet irgendwie. Ich bin überrascht, ehrlich gesagt, wie viel Schaden der Renekton macht. Und der hat ja, der ist ja nur Tank. Aber ich glaube, es wird wirklich jetzt an den Items liegen. Weil letztendlich bleiben wir ja squishy, bei uns gar keine Reduktion. Wir basieren halt drauf, die eigentlich wegzubursten, aber es funktioniert ja nicht, weil sie genau da. Also eigentlich haben sie den Counter Mitte? Zu unserem Ach, okay. Item, würde ich fast sagen. Kann es sein, dass der Helm die Maske eher countert als eben andersrum? Ich weiß nicht, ich finde irgendwie nicht. Nee. Ich kann nochmal hier versuchen. Ach, ich hätte noch in die Ulti gehen können, weil da werde ich ja untargetable, ne? Kriegen die sogar 15% weniger Schaden vom Turm, wenn das dieselbe Quelle ist? Ne, nur magischer Schaden, magischer, ne? Genau. Lol. Ah, unmöglich, okay. Unmöglich. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich, warum wir verlieren. Warum wir nicht drauf gekommen sind. Wir sind solche Scrubs, aber ich erkläre es gleich, wenn euer Fight vorbei ist. Also ich bin da raus, der okay. Renekton würde uns Wer von den Gegnern ist der gefährlichste? Darius Renekton, warum? Weil die AD-Schaden machen und wir nur Magieresistenz-Items haben. Ach ja. Und ich wundere mich, warum ich keinen Schaden mache, weil die Gegner natürlich Tons of MR haben. Stimmt, und bei uns ist es andersrum genau nicht. Wir haben gar keine Def-Werte gegen die. Ah, die haben ja richtig schlau das auch ausgewählt. Auch dann Gnar. Dann auch noch und wir haben. Na, wir hätten dann Graves. Läuft. Na, oh, ist gar keiner mehr mitgekommen. Ist gar keiner mehr mitgekommen, Team? Team? Da braucht keiner mehr. Oh, den, fuck. Den ich dachte, die sehen das, dass ich chase. Den kannst du nicht besiegen. Komm. Wir hätten ihn zur Zeit geschafft. Das ist ein Ulti. Der ist jetzt tot. Dieser Schaden ist so lächerlich. Nein, das war meine mächtige Ulti. Es war meine mächtige Ulti, Alter. Ey, Mann. Auf jeden Fall, ey, ich finde, Leute, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wo ihr jetzt das Ding seht. So, allein erstmal unabhängig davon, dass die Adela haben, wie Magieresistenz, klar. Aber wie seht ihr die beiden Items jetzt im Vergleich? Und ja, und ansonsten vergesst nicht, den Daumen hoch zu drücken. Wir machen den ultimativen Test. Ich weiß genau, wie wir das jetzt vergleichen. Ich finde, man sieht das so. Ich sage krass gleich, einfach, One vs. One, Galio kommt. Gegen Galio. Wir haben ungefähr dieselben Stats. Wir haben beide zwei Items. Aber erstmal müssen wir um den Inferno Drake bibbern. Ja, ich will eigentlich nur noch die Sachen kaufen, die mir Leben bringen. Oh, ich hab Smite. Lauf schneller, Zack. Hier unten kommt TP. Hm. Oh, das dauert noch, das dauert noch. Ich bin gleich am Start, Mann. Der Ready. Jetzt ist er drin. LOL, dafür wollte er flashen. Boom. Läuft. Warte. Den Fallen Drake gehört mir. Wait, what? Hä? Wo bin ich? Ach, ich bin gestorben. Kann man mich angreifen, wenn ich in meiner Ulti-Form bin? Ich glaube, du bist nur Slow oder CC-Resistant. Ah, okay. Ich bin da drin gestorben. Never mind. Macht mal ein 1v1 Galio vs. Galio for Drake, please. Das würde mich interessieren.
Galio gegen Galio. Hat der Galio jetzt, hat beide zwei Items. Das passt. Ach scheiße, unser Galio hat wahrscheinlich zu wenig Mana jetzt. Was hat unser Galio? Zwei Items, einmal das, ja, der hat ein Magieres. Hallo Vladimoschka! Okay. Gehen wir auf Vladimoschka? Wir können es ja zumindest versuchen. Yeah, nice. Oh, es hat noch funktioniert. Er ghostet uns davon. Und Renekton pusht weiter Mitte, der ist schlau. Okay, das 1v1 läuft. Ich glaube, es wird ein Mana-Problem. Vor allem Exhaust und Blue Buff. Ah, der ziemlich Mana. Aber es sieht so aus. Das ist schwer zu sagen, der jetzt mit schon mal. Wir müssen unsere Türme hier verteidigen, Boys. Na komm schon! Stirb! Stirb! Na endlich. Guck mal, der Fight läuft immer noch. Ich glaube, unser hätte das gewonnen, wenn er Mana hätte. Oh. Also, ich würde nicht. Und. Stirb doch endlich, du! Interessant. Kommt jetzt endlich mal hier, Tomek, hier! Unbelievable! Der Moment! Und Wladimir besiegt uns beide! LOL! Ja, Bart, jetzt haben wir. Nein, jetzt haben wir ihn nicht, oder? Ich mach einen Auto-Attack! Yeah, buddy! Er hat noch Ulti. The longest fight, also außerhalb eines Tank-Bats. Yeah, und Wladimir regt sich da ein bisschen auf. Kann ich verstehen, hat er auch gut gemacht. Aber er hat auch die ganze Zeit gegen uns beide gefightet. Das muss man ihm zugutehalten. Daumen hoch, Wladimir, hast alles gut gemacht. Jetzt so, komm, schnell! Noch mehr Magieresistenz, zack. Der Fight dauert noch. So, was haben wir hier? Einen schwachen Renekton. Michael jumped hin, er dodged. Und slidet perfekt. Ja, der Tower ist weg. Der Fight hat echt 2 Minuten so, gedauert. Vielleicht hier nochmal. Danke, Graves, dass du gekommen bist. Oh! Das sieht gut aus, das sieht gut aus, den haben wir. Oh, scheiße. Jetzt holt sie's ja. Mit meiner Ulti. Warten wir noch die Sekunde. Den habt ihr nicht mehr. Den haben wir. Aber ich bin jetzt da, vielleicht dadurch. Den haben wir easy. Auch wenn du nicht kommst. Bob! Ah. Komm schon! Und! Bumm! Und? Bart, gut, dass der Graves gekommen ist. Das ist unsere AD-Quelle. Ja, ist es auch. Danke. Ja, natürlich. Wer sonst, ne? Also hier, Mitte, jetzt mit Überzahl. Es ist nur der Renekton, der OP ist. Und? Bin zu low. Oh ja, guter Move, ja, sauber. Also, du hast es gar nicht gesehen, das Galio versus Galio Matchup, weil das war mega interessant. Nee, da war. Ich würde sogar fast sagen, dass unser Galio minimal stärker war. Okay. Es ist also echt die Adela, die uns gerade das Game zerreißen. Ach, wie ich keinen Schaden mache, ey. Hätte man wirklich einen coolen AD. Hier. Oh, das ist ganz geil. Jetzt hier oben am besten alle auf dieselben. Diese Fights dauern auch einfach so abartig. Ich habe keine Pässe. Nein, 10 Sekunden. Keiner kriegt. Nee. Also es ist halt, sie haben Resistenzen, sie haben AD-Schaden. Damit von... Ja, gute Champions gepickt. Mike, wieso hart fokus mich? Ich geh auf die Lowies. Diese Adela. Wir müssen noch deffen. Mit dem Bart. 10 Sekunden, dann lebe ich wieder. Also schreibt mal in die Kommentare, findet ihr den Helm besser oder die Maske? Ich kann es schwer sagen. Ich glaube die Tanks, den Helm. Aber wer baut dann die Maske? Man sieht, glaube ich, öfter.
den Helm. Aber ich kann es jetzt irgendwie auch nicht direkt begründen. Wahrscheinlich gegen so Champions wie Cassiopeia oder sowas. Na komm, den Kleinen holen wir uns. Scheiß auf Ronald, wir holen uns den. Yeah. Na, den können wir noch killen. Der Renekton, er spielt aber auch richtig treu am Buschen. Da muss man ihn lassen, ne? Alter, der heilt sich einfach mehr. Der lacht uns aus. Oh, schön durchgebounced hier. Und jetzt aber. Lol. Ja, ob das hilft? Und? Komm schon, sterb! Das kann doch. Komm schon, noch! Nein! Nein! Und der ist weg. It's bad. Wladimir schreibt Mitte! Meine Autotakes machen mehr Schaden. Der Wladimir macht wirklich nur Schaden, Mann! So, Renekton, da bist du wieder. Hallo. Renekton, zack, ist schön. CC ist drin, jetzt alle auf Wien, Alter, komm. Der Wladimir macht dir keinen Damage. Es ist nur der Renekton. Ah, shit, sie haben auf. Das ist tatsächlich der Switch auf Vlad. Kam gerade nur an den ran, Alter. Fuck. Geht so, aufs Krokodil. CC, Junge, der muss. Jetzt ultiert er erstmal. Der muss. Da heilt er sich jetzt wie verrückt. Und jetzt! Das gibt's doch gar nicht! Stirb, Junge! Ey, ich hab richtigen Hass auf den! Alter! Endlich! Er ist tot! Mir ist es scheißegal, ob ich jetzt sterbe! Wir haben ihn! Ist es sein erster Tod gewesen? Ne, sein sechster! Okay. Aber gefühlt sein erster. Ja, komm! No way! No way! He's alive! Yeah, der Dodge war. Okay, ein bisschen Magieresistenz hier und es könnte gleich gelaufen sein. Ja, die Adela, ey. Die haben es einfach gemacht, aber der Renekton. Erzfeind Number One. Boah, nochmal eine Maske fürs Foto. Team! Die Minions! Und das war's. GG! GG, well played. War auf jeden Fall lustig. Ganz ehrlich, als ich diesen Alphabet gestartet habe, wusste ich gar nicht, wie ähnlich die sich sind. Also die sind. Ich weiß, man kann jetzt nicht sagen, eins ist deutlich stärker als das andere. Die sind super ähnlich auf jeden Fall. Vom Gameplay her, die Adela, das war halt eine super schlaue Wahl. Da haben wir gar nicht dran gedacht, dass man so gehen kann. Ja. Normal versuchen wir immer die sneaky Tricks raus, diesmal nicht. Wir sehen auch den Renekton-Schaden. Richtig hardcore. Danke alle an alle fürs Mitspielen. Danke auch an alle fürs Zuschauen. Schaut bei meinem Bruder vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.